Hi, ich wollte hier heute mal zeigen, wie man das Neville-Aitken-Schema zur Interpolation nutzt. Und zur Interpolation kann man das Ganze ja auch über Lagrange machen. Das Neville-Aitken-Schema bietet aber den Vorteil, hier gilt das Permanenzprinzip. Das bedeutet, wenn man jetzt einmal sein Polynom aufgestellt hat, zum Beispiel mit den drei Datenpunkten hier, und dann bekäme man einen vierten Datenpunkt dazu, müsste man nicht alles über den Haufen werfen und von vorne starten, sondern man könnte einfach dieses Muster hier zur Berechnung heranziehen und könnte dann einfach die bestehende Arbeit nutzen und den neuen Datenpunkt auch hier eingliedern. Allgemein hat man so ein Muster gegeben für diese drei Punkte jetzt und hier hinten steht immer das endgültige Interpolationspolynom. Das hier ist die formale Schreibweise, wie man diese Ps berechnet. Sich das Muster aufzuzeichnen ist aber extrem hilfreich, sowohl damit man nichts vergisst, als auch, ja, dass man eben richtig vorgeht und hier nichts vertauscht. Jetzt habe ich hier diese drei Datenpunkte gewählt mit den zugehörigen Koordinaten und jetzt habe ich hier nochmal das jeweilige x und y rausgeschrieben, wobei der erste Datenpunkt aus x0 und y0 besteht und das Ganze läuft dann einfach weiter fort. Außerdem sind die y-Koordinaten gleichzeitig auch unser p00, unser p10, unser p20 und das Ganze würde jetzt einfach so weiter fortlaufen. Wir wollen ja hier zum p02 kommen, das heißt, wir brauchen dafür zwingend unser p01 und unser p11. Das hier zeigt eben immer ziemlich gut, welche p's man in der allgemeinen Formel braucht, um das jeweilige Polynom aufzustellen. Jetzt haben wir weder das P11 noch das P01 gegeben, sondern nur die drei hier vorne. Das heißt, die hier muss man jetzt noch berechnen. Und dafür kann man sich das Ganze jetzt einfach mal aufschreiben. Wir fangen jetzt einfach mal an mit P11. Und es ist immer extrem hilfreich, sich die Indizes genau rauszuschreiben, damit man immer sofort ablesen kann, was man hier einsetzt, weil das mit den ganzen Indizes ja so die größte Fehlerquelle ist, dass man hier irgendwas vertauscht, vergisst oder übersieht. I ist jetzt in dem Fall hier also 1 und K ist ebenfalls 1. Dann kann man das Ganze hier einfach mal aufschreiben. P1, 1 ist dann das gleiche und jetzt setzt man hier einfach I und K ein und erhält dann x1 plus 1 minus x durch x1 plus 1 mal p1 1 minus 1. Ich fasse jetzt noch nicht zusammen, ich setze jetzt ganz einfach nur langweilig ein. Okay, im nächsten Schritt fasse ich es jetzt einfach mal zusammen zu x2 minus x durch x2 minus x1 mal p10 plus x minus x1 durch x2 minus x1 mal p20. Im nächsten Schritt werde ich jetzt einfach mal die Werte, die man jetzt kennt, hier einsetzen und x2 ist ja 3. Das heißt, wir erhalten für den ersten Bruch hier 3 minus x geteilt durch 3 minus x1 ist 2, also 3 minus 2. So, mal p10. p10 waren hier 4, so plus x minus x1 durch x2 minus x1 mal p20. Jo. Und jetzt kann man das Ganze einfach weiter zusammenfassen. Im ersten Schritt habe ich jetzt einfach mal nur die Differenz in den Nennern berechnet. Und jetzt kann man das hier einfach ausmultiplizieren. Das ist dann 12 minus 4x plus 8x minus 16. Und das kann man dann zusammenfassen zu 4x minus 4. Und das Ganze haben wir ja gemacht, um unsere P11 zu berechnen. So, im nächsten Schritt machen wir jetzt weiter mit dem P01. Wenn man nochmal auf die Grafik am Anfang zurückgeht, sieht man ja, wir brauchen das P11 und das P01 hierfür. P11 haben wir, jetzt kommt P01. Und hierfür nutzen wir wieder die allgemeine Formel,
aber am besten ist es wieder, sich das I rauszuschreiben, ebenso mit dem K. Und dann erhält man hier so, ich habe jetzt auch hier wieder erstmal nur eingesetzt und jetzt kann man das noch zusammenfassen. Jetzt kann man auch hier wieder die Werte vom Anfang einsetzen und dann erhält man x1 war 2 und x0 war 1. p00 ist das gleich wie unser y0. Und P10 ist das gleiche wie Y1, also 4. Und jetzt die Nenner sind jeweils wieder 1. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach 2 mal 2 minus 2 mal x. Und das gleiche hier drüben mit 4. Dann erhält man hier im Ergebnis 2x für P01. So, und jetzt haben wir hier unser P01. Ich schreibe es dann nochmal untereinander auf. Und unser P11. Und jetzt können wir uns daran machen, endlich das endgültige Interpolationspolynom zu bestimmen. Wir wollen ja P02 wissen. Und i ist dann hier 0. K ist 2. Wenn man das wieder in die Formel einsetzt, erhält man. So, jetzt habe ich auch hier einfach wieder die Indizes zusammengefasst und man kann weitermachen, indem man einfach nur die Werte für x einsetzt und dann erhält man. Jetzt kann man hier einfach weiter zusammenfassen. Man kann jetzt die 2 mit der 2 hier kürzen und kann die 2 mit den beiden Vieren hier kürzen, sodass hier 2x minus 2 übrig bleibt. Und das kann man weiter zusammenfassen. So, jetzt haben wir das hier einfach mal als unser Interpolationspolynom erhalten am Ende. Und jetzt wäre es ja trotzdem mal gut, die Probe zu machen, ob es auch tatsächlich interpoliert. Und jetzt haben wir hier die Datenpunkte vom Anfang und nennen wir das Polynom einfach mal p. Wenn wir hier jetzt den x-Wert 1 einsetzen, erhalten wir 1 zum Quadrat minus 1 plus 2 und das Ganze ist gleich 2. Und das stimmt mit unserem jeweiligen y-Wert überein. So. Für x gleich 2 erhalten wir hier 2 zum Quadrat minus 2 plus 2 ist 4. Stimmt auch mit dem Punkt überein. Und für den letzten Punkt erhalten wir hier 9 minus 3 plus 2 und das ist gleich 8. Und das ist ebenfalls das gleiche wie die zugehörige y-Koordinate. Und das heißt, wir haben jetzt hier gesehen, wie man über das Neville-Aitken-Schema das Interpolationspolynom bestimmt. Und das Permanenzprinzip, also was passiert und was man macht, wenn man jetzt hier auf einmal noch einen vierten Datenpunkt dazu bekommt, werde ich dann in einem anderen Video zeigen. Das werde ich dann auch hier drunter verlinken.